Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und Life is Strange 2 ist jetzt in diesem Dezember komplett erschienen mit allen 5 Episoden. Und ich habe ja extra so lang gewartet mit dem zweiten Teil von Life is Strange, weil ich den gerne am Stück durchspielen möchte, ohne dass ich immer auf die Episoden warten muss. Und jetzt im Dezember ist es soweit. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen mit Life is Strange 2 anfangen, weil mir der erste Teil und Before the Storm und so die beiden Spiele auch sehr gut gefallen haben. Aber bevor es richtig losgeht mit Teil 2, gibt es noch ein kleines Bonuskapitel, eine Kurzgeschichte, und zwar die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit. Und da sind wir jetzt hier auch drin. Das war so eine Demo und zählt auch so ein bisschen mit als Prolog für Life is Strange 2, weil wir hier, glaube ich, Charaktere kennenlernen, die, glaube ich, im Hauptspiel nochmal auftauchen. Also um was es genau geht in Life is Strange 2, weiß ich noch nicht. Ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Ich wollte mich nicht spoilern. Ich habe extra gewartet, bis alle Episoden erscheinen, damit ich das am Stück durchspielen kann. Deswegen weiß ich auch noch gar nicht, um was es so genau geht. Aber ich habe große Lust, die Geschichte hier auch wieder zu erleben, weil, wie gesagt, Life is Strange 1 und Before the Storm, das hat mir so gut gefallen, von der Geschichte her emotional geladen und toll erzählt, toll von der Optik her. Und ja, ich möchte Teil 2 auch gerne erleben. Ja, und vielleicht kennt ihr das ja auch noch nicht, oder ihr seid vielleicht daran interessiert, wie ich mich bei den ganzen Entscheidungen, auf welche Seite ich mich da stelle, welche Entscheidungen ich treffen werde. Das ist ja auch immer besonders wichtig bei diesen Spielen, und so sind die Ausgänge der Geschichte ja auch noch ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht interessiert euch das ja auch. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier täglich einschalten könntet. Also wir spielen erstmal hier das Abenteuer, das kleine Abenteuer von Captain Spirit, und danach geht es dann weiter mit Life is Strange 2 hier auf meinem Kanal. Also fangen wir mal an. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich drauf, jetzt endlich damit auch anfangen zu können. So, neues Spiel. Dann schauen wir mal, was uns hier diese wunderschöne Winterlandschaft zu bieten hat. Sieht ja auf jeden Fall schon mal schön aus. Mir hat die Optik bei Life is Strange ja immer sehr, sehr gut gefallen, weil sie sich da echt wirklich sehr viel Mühe geben, das sehr liebevoll gestalten auch. Life is Strange 1, da war auch vieles handgezeichnet auch, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Aber die Geschichte mit Max und Chloe, die haben wir ja abgeschlossen. Und mit dem zweiten Teil und jetzt auch Captain Spirit werden uns ganz neue Charaktere und ganz neue Geschichten vorgestellt. So. Und sollte euch das ganz gefallen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Aber auch nur, wenn ihr Spaß habt hier auch beim Zusehen bei den Videos. Als kleine Unterstützung für mich und meinen Kanal und meine Videos. Ein Baumhaus hat er auch, das ist auch was Schönes hier. Drinnen im Haus ist es bestimmt wärmer als hier draußen, in der Kälte, im Schnee. What is this planet? I don't know, we've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh no, the control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. Er hat die Macht. Er ist ein Jedi. Yay! Mit der zweiten Hand festgehalten, das ist Schummeln. No, it's just me, Captain Spirit, who can bend all matter to his will. I did it. I still got the power. Er hat die Macht, genau. Now I just need to make a cool costume for Captain Spirit. Oh ja, jeder braucht doch ein cooles Kostüm, oder?
Gotta have a cool cape to fly. Good thing I have one. Okay, ein Cape darf nicht fehlen. Mask or no mask? Maske oder keine Maske? Or not. Helm? Nee, mit einem Helm kannst du dich nicht schnell genug bewegen, wenn man kämpfen muss. Und so. Du musst beweglich bleiben. Also nehmen wir eine Maske, weil wir wollen ja auch nicht erkannt werden, oder? Yep, looks cool so far. Let's see. What about the armor? Eine Rüstung. Schwere Rüstung? Nee, das gleiche wie mit dem Helm. Ein Helm ist natürlich auch sicherer wegen Verletzungen und so, schwere Rüstung auch, aber was bringt uns denn eine schwere Rüstung, wenn wir zu langsam damit sind? Er kann auf jeden Fall schon mal besser zeichnen als ich. Wir nehmen die leichte Rüstung. Ein Skorpionauto. Should he be dark or colorful? Farbenfroh? Nein, wir wollen auch nicht auffallen. Irgendwie nehme ich immer die gleiche Seite, oder? Farbenfroh? Nee, nee. Wir sind der dunkle Rächer in der Nacht. Da sind die farbenfrohe Variante wäre ein kleiner Nachteil. Dunkel. Wie der Dark Knight. Aber bitte nicht so wie der da auf dem Bild. Ah, guck mal, das ist der von Sharknado, oder? Wie er die Haie fängt. Beware, Mandroid. Watch out. Mandroid. Captain Rot und Schwarz. Spirit is ready for battle. Rot und Schwarz finde ich aber gut. Dunkles Lila wäre mir lieber gewesen. Captain Spirit ist erschaffen worden. Da sind die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit. Hello, Saturday morning. I can do anything I want today. Oh, das ist aber schön. Samstagmorgen. Alles können wir machen, was wir wollen. Okay. Mal der da auf dem Plakat, der ist auch super. I can do a training session with my power. Ja, Training ist immer gut für die Kräfte. Was haben wir da noch? Eine Zeichenanleitung. I hope I can draw as good as mom someday. Deine Mami, okay. Okay, er mag also Superhelden, er mag Comics, er zeichnet gerne. So, Chris, da du mein ganz eigener Superheld sein wirst, ist dieses Buch ein guter Anfang. Du kannst alles sein, was ich nicht bin. Ich kann es kaum erwarten, für den Rest meines Lebens zuzusehen, wie du die Welt rettest. Ich liebe dich für immer. Supermama. Na, nett von der Mutter. Okay. Oh, ein Wikingerbuch. Wikinger sind gehen immer. What kind of a Viking would I be? Welche Art Wikinger würdest du sein? Keine Ahnung. Ralf, der Wikinger? Wieso nicht Erik? Erik ist besser als Ralf. Traue niemals einen Wikinger, der Ralf heißt. Ralf reicht's jetzt, echt. Okay, die Wunschliste ist This bald Weihnachten. Greedy. Right, Santa? Plus, Dad will love that I want basketball lessons. Das passt ja auch hier zu unserer Zeit jetzt hier, wo ich jetzt hier anfange, dieses Spiel aufzunehmen, habe ich gerade den 15. Dezember, auch schon kurz vor Weihnachten. Habt ihr eure Wunschliste schon fertig? So, was wünscht ihr denn der kleine Chris? Wir haben auf jeden Fall jetzt seinen Namen erfahren. Lieber Weihnachtsmann, ich denke, ich war dieses Jahr lieb. Hier ist meine Liste für Weihnachten. Okay, er wünscht nicht für die Playbox ein Spiel, Hot Dog Adventures. Okay, und eine Playbox-Konsole. Natürlich muss die Konsole ja auch noch kommen. Natürlich in schwarz. Zeichenpapier und Stifte, farbig. Und 4 ist durchgestrichen, hat er aber danach nochmal verbessert, in Basketballunterricht. Echt? Er wünscht sich wirklich den Unterricht dazu. Mit freundlichen Grüßen, Chris. Braver Junge, er hat Manieren. At least the Forest Warrior protect me from the Snow Ghost. Das ist Ralf, der Wikinger, oder? Er hat ja schon eine Konsole gekriegt. Oder ist das die alte Playbox-Version? Dad said he was gonna fix that last month. Ach, kaputt. Right. Die ist kaputt? Aber wisst ihr, wie die aussieht? Wie die da so Dad steht? Dad said he was gonna fix that last month. Unten die Lüftung und so? Right. Die sieht genauso aus wie die ältere PlayStation 2 mit dem Lüftungssystem unten. Und dann, ja, so ähnlich.
Okay, was läuft denn der Glotze? Only am my Samstag. Brainwaves can activate the monitor. Er hat keine Fernbedienung. Halte L2, um Kraftaktion zu sehen, wenn dieses Symbol angezeigt wird. Die heftigen. Ja, okay. Er ist mächtig. Er kann den Fernseher mit der Macht anstellen. Hammer. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Yes. Das war's? Du hast kein Fernsehprogramm? Vielleicht hättest du ja jemanden, mit jemandem sprechen können, wie ein Poltergeist. So. Breakfast. Frühstück? Ich bin gleich da. Be right there. Frühstück ist fertig. Okay. Mandroids Team. Und der hat auch schon ein Team, sein der Mandroid. Every superhero team needs a supervillain team. Superschurken. Okay. So wie die Sinister Six. Der Wikinger ist auch mit dem Team und dieser Sharknado-Bär, der ist auch da auf der linken Seite. Okay. Was haben wir denn hier? Geheime Karte. The secret treasure is buried out there in the wild. Now I have to locate the second part of the map. Wow, da war ganz schön viel los, oder? Sea of Darkness haben wir da. Da haben wir auch ein Schloss. Könnte auch eine Karte sein von dem Stick of Truth South Park Spiel. Da könnte da die Burg, könnte dann das Haus sein von Cartman, oder? Oder Henry? Was meinst du? Sorry, you're too cute to fight evil. Zu süß, um das Böse zu bekämpfen. Das will auch kein Superheld hören, ey. Powerbier. Das ist der Bär, oder? Das ist der Powerbär. You can't win this battle, Noctarius. It's already over, Power Bear. Der Gesichtsausdruck vom Bären, ey. Don't let Mantroid control you. Nobody controls me. Mantroid is my leader. And he wants you to die. Give up now. We don't have to fight. You're not the boss of me, Power Bear. Okay, Mantroid ist also der ganz Böse. Warum Mantroid? Mantroid is your boss now. Why did you join his team? The same reason you joined Captain Spirit's team. To win. Captain Spirit has helped the world over and over. Liar. Where were you and Captain Spirit when Mantroid saved my life? Huh? Good guy? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Halt den Mund. Shut up! How many times do I have to stop you? Until you do stop me! Hat der Augen als Gürtel? Oh, my back! How did you do this? I can't move! Captain Spirit, please come to my aid! I can't defeat Noctarius on my own! I can't! Captain Spirit! Ihn freilassen? Ihn vernichten? Wir werden niemand vernichtet. Wir nehmen keine Gefangenen. Hello, Power Bear. I'm here to finally destroy Noctarius. You never fail us, Captain Spirit. No, you can't do that to me. I'm just a puppet. Then let's cut your strings. No, don't. I give up. Mantroid, help me, Master. You can't kill me. You said you don't kill people. Good job, but we still have to deal with Mantroid. With Captain Spirit in charge, our team is going to win every battle. Okay, das war aber ganz schön. Chris, I meet now. Oh ja, ja, ich komm schon. I know, I'm coming. Sein Daddy wahrscheinlich. Ja, ich komm. Walkie-talkie. Hier gibt's noch so viel zum Angucken, aber der Vater wird bestimmt sauer, wenn wir jetzt nicht kommen zum
zum Frühstücken. Aber der Adventskalender, der muss noch, ne? Den müssen wir schnell essen, die Tür. Als kleine Jeez, Vorspeise. Good job, Chocolate Hog. Hast du schon? Schokoladenvielfraß? Oh, hat er schon gegessen. Okay, dann gehen wir mal zum Frühstück. Bevor der Speck kalt wird. Es gibt doch Speck, oder? Ich hoffe, es gibt Speck. Next time I tell you to come, don't ignore me. Yeah, don't. This isn't a hotel, buddy. I got things to do. Pour yourself some milk. So, mit dem falschen Fuß aufgestanden, oder? Könnte fast so ein kleiner Macaulay Culkin sein. Breakfast of Champions. Frühstück der Champions. Eier und Toast? Wo ist denn der Speck? Alter, ist der schon am Bier saufen? Zum Frühstück? Toll. What'd you expect, a waffle? Eine Waffel? Nein. Ich mag die von Mama. Was ist mit der Mutter? Sie ist auf jeden Fall nicht hier. Ist natürlich jetzt die Frage, ob sie getrennt leben oder ob der Mutter schon was zugestoßen ist. I just like sunny side up. Like Mom used to make. Yeah. Me too. But that's not gonna happen. I know. You can't keep saying Mom used to do this or that. I know more than anybody, Chris. I know. Okay? Yeah. Okay. Naja, aber Bier ist natürlich auch ein super Frühstück für die Champions. Okay, du trinkst. Ja, am besten schon mal ihn darauf ansprechen. Es ist vielleicht ein schwieriges Thema, auch für den Vater, aber wenn er vielleicht merkt, dass dem Sohn das stört, ist das schon mal vielleicht ein erster Weg zur Besserung, hier kein Bier zum Frühstück zu trinken. You're drinking beer before you eat? Well, yeah, it's game day. Dads are allowed to drink early. Toll. Hey, I don't need a lecture from my son. Thanks. I don't drink that much. Stehen hier nur 6 weitere Dosen da. I mean, what am I supposed to do in this fucking town? Go to church like all these assholes? Sorry. Don't swear, okay? I don't. Superheroes don't swear. Looks like I'm off the team. Nah. You're cool. Like a rebel. Hey, is your, your arm? Okay. Looks better. Anybody ask you about it or say anything at all? Oh nee, das war doch nicht der Vater etwa, oder? Die Verletzung am Arm? Wenn er so fragt, ob da jemand nachgefragt hat, wie das passiert ist? Ich hoffe, es ist beim Spielen passiert, nicht dass er es war. Ist natürlich jetzt wirklich die Frage, was mit der Mutter passiert ist, ob sie abgehauen ist oder ob sie verstorben ist, vielleicht an einer schlimmen Krankheit oder sowas. Werden wir vielleicht noch rausfinden. Hm. No, it's fine. I worked it out. I just want to make sure you're okay, buddy. So you must be excited for Christmas. Wer freut sich denn nicht auf Weihnachten in dem Alter wie er? Alle Kinder. I'm always excited for Christmas. Hint, hint. I was hoping Santa might maybe get me a new console since mine is broken. Then Santa needs to get me a new job. It has to be a console. A basketball costs $10. Okay.
Oh, since it's Saturday, are we gonna get a Christmas tree? You said we could get a real pine. Yes, I did, and yes, we are. But I just want to watch the game before we go, okay? But you always fall asleep. I won't today. And if I do, just wake me up and we'll go. Promise. Okay. You promise? I do. Now go take advantage of your weekend. Perfect weather outside for you to play. Whatever. You're free. Come grab me later. Wenn er dann wieder eingepennt ist, oder? Von zu viel Bier. Basketballspiel im Fernseher steht auf Pause. Ah ja, genau. Jetzt hol erstmal noch das harte Zeug raus. Oh Mann, oh Mann. Immerhin macht er den Abwasch auch allein, der Sohn hier. Selbstständig ist er ja auf jeden Fall. Also die Milch hat er erstmal in den Kühlschrank gestellt. Nein. Der Vater macht echt keinen guten Eindruck. What would Captain Spirit do? Captain Spirit, drücke für den für die Gabenliste. Okay. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Jetzt kann ich Captain Spirits Kostüm erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Okay, das sind so die Aufgaben, die er machen möchte. Also, er will das Kostüm erstellen. Was haben wir denn hier? Captain Spirits Schatz ist hier irgendwo vergraben. Ich muss die beiden Teile der Karte zusammenfügen, um den Weg zu finden. Die Karte, die ich schon gefunden hatte, okay. Was sind da oben? Also erstmal da unten. Ich kann meine Zielsicherheit mit diesen gefährlichen Bierdosen trainieren. Ja, lieber die Bierdosen. Da hat der Vater ja viel von rumstehen. So, der Schneebeschwörer will unsere Stadt zerstören, nur ich kann ihn aufhalten. Okay. Ich wette, Mandroid versteckt sich noch auf seinem Planeten. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich mein Raumschiff benutzen, um ihn finden. Also müssen wir erstmal das Kostüm auf jeden Fall fertig bauen. Mein Superhelden-Team ist stark, doch ich behalte Mandroid und seine Superschurken besser im Auge. Das Bild habe ich ja schon gefunden, die Zeichnung. Das ist doch die gleiche Zeichnung, die er da schon hatte. Ich könnte Mustard Party 2 spielen, aber dafür muss ich erst Papas Handy entsperren. Ich kann mich dieses Mal nicht von Wasserfresser besiegen lassen. Okay. So. Gucken wir mal, was wir noch machen können. Das sind also seine Aufgaben. Wir spülen aber hier mal. Der Vater macht es ja nicht. Das ist auch scheiße, wenn das hier rumliegt. Da sind noch Eireste drauf. Und wir wollen ja nicht, dass das irgendwelche Insekten anlockt. Oh man, this is cold. I might have to check out the water eater. Der Wasserfresser. Der ist draußen. Okay. Das warme Wasser fehlt. Wahrscheinlich der Durchlauferhitzer. Mikrowelle. Wollen wir die Bierdosen in die Mikrowelle stecken? Wegwerfen. Na, guck mal, drei sind schon leer und dann hat er sich jetzt noch die Flasche Bourbon oder was das ist genommen, ey. Pulverisieren? Nein. Vorsichtig. Okay. Telefonnummern. Chris, was haben wir denn da? These are the most important numbers for you on this list. Oh yeah. Cool story, Dad. Die wichtigsten Nummern für den Sohn. Die Pizzeria, Reynolds und Papas Handy. Okay, Pizza bestellen. Reynolds ist wahrscheinlich eine Kneipe, wo sich der Vater denn ständig rumtreibt, oder? Eine Pizzeria, damit der Sohn sich was zu essen bestellen kann, weil der Vater mal wieder im Reynolds Bar wahrscheinlich am Saufen ist. Und dann nochmal Papas Handy, wenn er noch nüchtern genug ist, um selber ans Handy zu gehen oder sowas. Irgendwas wird es wohl so sein. Meine Vermutung. Ich habe die Zeitung gar nicht gelesen. Was haben wir denn hier? Boring. Langweilig. Okay. The Great Northwest. Lokale Polizei sieht weitere Proteste nach Tod durch Erschießen. What? In Seattle.
Kleinere Unruhen und Proteste wuchsen einen Monat nach den ungeklärten Todes eines Mannes aus der Gegend und eines Polizeibeamten weiter an. Die Polizei gab noch keine amtlichen Stellungnahme heraus, doch Quellen zufolge wurde der Mann von dem Polizeibeamten erschossen, während die Todesursache des Beamten weiterhin unbekannt ist. Die Polizeibehörde von Seattle wurde von Bürgerrechtsbewegungen beschuldigt, den Vorfall falsch gehandhabt zu haben, was zu den öffentlichen Protesten und Unruhen führte. Da ist aber ganz schön was los in Seattle. Es wurde jemand erschossen. Okay. Hier haben wir einen Laptop noch. Kameraperspektive wechseln. Ne, das geht schon so. Was ist denn das für Brief? Sind das Rechnungen? Das Handy von Vater will ich jetzt nicht entsperren. Lieber Charles. Charles ist der Vater. Wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Sie ist also gestorben, die Mutter. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Das ist korrekt. Wir waren immer ehrlich mit dir, also sieh unsere Sorge bitte als ein Zeichen unserer Liebe, so wie du unseren wundervollen Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in eine Kneipenschlägerei verwickelt warst, die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank. Bitte achte auf dich selbst. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst, über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen oder wie lange auch immer du brauchst und dass du einer Selbsthilfegruppe beitrittst. Ja, anonyme Alkoholiker wäre vielleicht mal eine Idee. Das sind wahrscheinlich die Großeltern. Wahrscheinlich sind die Eltern von Emily, also die seine Schwiegereltern. Ja, vielleicht wäre der Sohn Chris da besser aufgehoben, solange hier der Vater seine Alkoholprobleme nicht in den Griff bekommt. Da haben wir doch ein Foto, das... Are you serious? I wonder why Dad never hangs out with Nick anymore. Der hat einen Kumpel. Westernland Park, okay. You can shoot better than that guy any day. So, wir können mal dann schauen, wo wir das Kostüm bauen, damit wir dann rausgehen können. Guck mal, wir haben ja auch noch Schminke. Ein weiteres Comic. Ein Rasierer. Wasserhahn, Spiegel. Und nehmen wir mal die Schminke, die könnten wir vielleicht benutzen auch um... Ooh, now I can use that makeup from Halloween. Damit er sein Kostüm bauen kann. Aufheben. No one will guess my secret identity now. Genau. Da ist schon mal die Maske. Okay, that's a good start. But now it's time to build the rest of my costume. Mhm. Frage ist nur wo. Was haben wir denn da noch? Ein U-Boot. Okay. Jetzt kann man natürlich den Sohn gut verstehen, dass er sich eher in die Welt der Comics und Spiele rettet, sozusagen. I wonder when I can start to shave. Superhero shave? Superman nicht, weil der ist auch Stahl. So, wir hatten noch auch als Bild irgendwie so eine... Nee, das war keine Hinweise hier drauf. Vielleicht auch mal im Schrank gucken oder sowas. Ich werde mich hier auf jeden Fall nochmal weiter umsehen, Leute. Das war die erste Folge von den fantastischen Abenteuern von Captain Spirit. Ich bin mal gespannt, wie das hier noch weitergeht, auch mit dem Vater. What if I had real superpowers? I could protect the whole town. Ja, da hältst du aber auch viel Verantwortung, denn aus großer Kraft folgt auch große Verantwortung. Also Leute, vielleicht gefällt euch das Ganze hier auch ein wenig, auch mal wieder eine ernstere Geschichte zu erleben hier mit Life is Strange 2 und auch mit Captain Spirit. Und es geht in den nächsten Tagen hier auf jeden Fall weiter. Morgen kommt schon die nächste Folge, bis wir dann hier mit Captain Spirit durch sind und mit Life is Strange 2 anfangen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.